bei YouTube und willkommen zu The Stalk, ein neues Horrorspiel. Ich habe schon sehr viele gute Dinge darüber gehört, deswegen möchte ich es unbedingt selber spielen und dann nehme ich euch natürlich glatt wieder mit. Ich freue mich sehr. Der Name und das Menü lässt schon ein bisschen rausschließen, um was es in diesem Spiel geht. Wir spielen eine junge Dame namens Kate, die, ja, ich sag mal, einen etwas hartnäckigen Kerl irgendwie an der Backe hat. Eigentlich nicht zum Lachen, das ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Das klingt alles auch hier so ein bisschen düster und traurig und ich hoffe, es endet nicht schlecht. Schauen wir mal. Let's go. Warum hat sie eigentlich so eine Tiffany-Kette an, die irgendwie jedes dritte Girl irgendwie hat? Ich hasse diese Ketten. Okay. Ich musste mit Liam Schluss machen. Ich hoffe, dass er es gut verkraftet. Okay. So. Oh, ist das unser Haus? Okay, wir kamen wohl gerade wirklich von... kamen wir gerade vom Ding? Vom Schluss machen? I need to make some food. I'm hungry. Okay, wir machen uns was zu essen. Wir haben Hunger. Aber jetzt... Hey. Kann ich eigentlich rennen? Oh Gott, ich kann rennen. Das ist eigentlich nie gut. Aber wo wohnen wir? Also, ich will mich ja nicht beschweren. Aber cool sieht's ja schon aus. Okay, wir machen etwas zu essen. Wir nehmen unsere richtig schön abgenutzte, verratzte Pfanne. Oh, ich hasse ja so Gas... Öfen. Wir haben zwar auch einen, aber boah, nee. So, ja, koche ich jetzt nichts? Lebe ich von Luft und Liebe? Ich möchte etwas... Ah, hier. Organic Food! Organic Food? Oh! Wenn es so schnell gehen würde, wäre es echt toll. Wer würde bei mir um die Uhrzeit... Ich weiß es, es ist Liam. Ich kann auch irgendwie nicht. Hallo? Wer ist da? Hey, Honey, kann ich reinkommen? Oh, es ist Liam. Wer hätte es gedacht? Oh. Liam, ich hab dir gesagt, es ist vorbei. Also kannst du nicht reinkommen. Komm schon, du kannst mich nicht so stehen lassen. Oder verlassen. Ich liebe dich mehr als alles andere. Es ist vorbei, Liam. Geh einfach nach Hause. Öffne die Tür, Kate. Nein, ich öffne die Tür nicht. Ich liebe dich nicht mehr, Liam. Du wirst bald wieder mein sein. Ich habe irgendwas gehört. Irgendwas ist geklopft, hat geklopft. Es hört sich also wieder weg, als wäre weggelaufen. Thank God. Food should be ready now. Ich fühle mich irgendwie jetzt rückblickend. Ich habe tatsächlich irgendwie ein bisschen die Aussicht genossen, aber jetzt rückblickend finde ich mich nicht mehr so, fühle ich mich nicht so, bin ich immer so wohl in dieser verglasten Wohnung. Ich sag's euch, wie es ist. Vor allem hier gibt's gar keine Versteckmöglichkeiten. Wo ist überhaupt das Bad? Oh. Wo ist überhaupt das Bad? So. Zack, zack. Okay, ich weiß, dass es Leute gibt, die hassen, wenn Leute essen, aber I'm sorry. Ate food straight off the pan. Are you some kind of psycho? Okay. So, a bath to calm myself down a bit would be great now. Und Bad, um mich wieder runterzubringen, wäre jetzt richtig gut. Ah, du. Wie wär's? Haben wir ja eigentlich Rollläden oder so? Was ist das bitte für ein Badezimmer? Und warum ist eine Tür hinter der Tür im Badezimmer? Alter. Was war das? Oh, no. Gib mir noch eine Chance. Bitte. Ich werde dich gut behandeln und mache alles, was du willst. Ich versprech's. Nur eine Chance. Eine Chance ist alles, was ich will, frage, möchte. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein, oder? XO, XO. Gossip Girl. Okay, nein, Leim. Nein, 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 nein. I gotta leave before you do stuff. Okay, ich muss gehen, bevor irgendwas...
ist gerade... You could call... Nein! Nein! Vor allem, guckt mal ganz kurz, hier war eine Dingerungsschaft. Nein, ich wollte die Flawless Performance machen. Mann! Natürlich try again. Ey, ich bin doch gerannt. Hä? Oh! Hä? Wo muss ich denn hinrennen? Ich renne jetzt in die andere Richtung. Wie soll man das flawless schaffen, Alter? Ich renne einfach wieder zurück. Michael. Hä? Ich kann nicht mal springen. Er kann einfach durch Wände laufen. Ich weiß nicht, wo ich hinrennen soll. Wie wär's mal mit zur Tür? Ich renne zur Tür. Er ploppt. Ploppt einfach so raus. Scheiße. Wir werden so oft geschnappt. Ich weiß es jetzt schon. Okay, wir haben es rausgeschafft. Kann ich fahren? Oh no. Hä? Ich möchte fahren. Ich kann nicht fahren. Hallo? Ah! Okay, es ist 9:30 abends. Wir rufen Opa an. Natürlich, klar. Opa ist genau die Person, die ich jetzt brauche. Hallo Opa, ich brauche deine Hilfe. Hey Kate, was ist passiert? Liam, oder? Ich sag immer Liam. Ist in mein Apartment eingebrochen und hat mich gejagt. Ich bin gerade so davon gekommen. Und jetzt bin ich in meinem Auto. Weiß nicht, wo ich hin soll. Das ist furchtbar. Bist du okay? Hat er dich verletzt oder so? Sowas. Ja klar, we got away before he could do something. Er hat uns so dreimal geschafft. So, nein. Ich bin davon gekommen, bevor er irgendwas für anderes tun konnte. Aber ich habe Angst, dass er mich finden wird. Okay, ich gehe davon aus, dass du nach einem Ort suchst, wo du für eine Weile bleiben kannst. Ja. Du kannst kommen und bei mir leben oder wohnen, solange du willst oder brauchst, musst. Wie auch immer. Oh, toll. Ich werde auf einem Business-Trip für eine Woche sein. Das ist okay. Es wird auf jeden Fall safer sein, als hier zu bleiben. Kann ich jetzt kommen? Kann ich jetzt sofort gucken? Ja, ich schicke dir die Adresse. Der Schlüssel zu meinem Haus ist in einem Blumentopf. Also, was also und noch was und vergiss nicht oder wie sagt man eigentlich, was so dumm, eigentlich sagt das so, vergiss nicht die Tür immer zuzuschließen, aber so remember heißt ja erinnert dich daran die Tür. wenn du nach außen gehst oder draußen musst. Achso, und wenn du nach draußen musst, kannst du immer das Guckloch, oh, Entschuldigung, habe ich wieder geschlagen. Das Guckloch Guckloch gucken. Wie heißt das? Türspion, Mann. Ich sage immer Guckloch. Falsch. Okay, danke nochmal, Opa. Du bist ein Lifesaver. Lebensretter. Kein Problem. Ich hoffe, alles wird gut. Und zögere nicht, mich nochmal anzurufen. Der gute... Das war... Nein! Fahr, Budi! Fahr! Kann ich fahren? Ich will fahren. Nein, ich will fahren. Überfahren! Yo, der ist übel ekelhaft. Escape Liam. For now. It was a close call. Thank God I made out. Es war echt knapp. Liam wird nicht mehr in der Lage sein, mich jetzt zu finden. Ich bin endlich frei von dieser toxischen Relationship. Haha. Wir spielen das Spiel seit ungefähr 10 Minuten. Ich glaube nicht, dass das wäre geil. Ich habe übrigens auch so einen richtig nervigen Liam hier. Ja, der nervt mich hier. Das ist genauso nervig wie der Typ.
Nein! Achso. Oh no! Oh no! Hat, was? Konnte Liam mir folgen? Es wird langsam zu Paranoid. Natürlich ist es nicht er. Wahrscheinlich nur ein Nachbar. Okay. Ich nehme eine aufrechte Position an. Aufgerichtete Position. Weil ich habe irgendwie Schiss, dass wir gleich wieder rennen müssen. Wieso denn jetzt Flashlight? Ach so. Opa, was lebst denn du für den gruseligen Haus? Okay, der Schlüssel ist in einem Blumentopf. Da ist der Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Okay, und ich schließe sie. Wow, it's dark here. Okay, lass uns ein paar. Es ist dunkel hier. Lass uns ein paar Lichter anschalten und das Schlafzimmer suchen. I want to the bed. ASAP. Okay, ich schließe ab. Ich habe abgeschlossen. Und ich kann durchs Guckloch gucken. Better safe than sorry. You used to people for the first time. Okay, find the bedroom. Und wir sollten ein paar Lichter anmachen. Ey, hä? Hä? Das ist genau dasselbe Spiel. Ich habe dieselbe Map, dieselbe Ding. Was ist das? Ah, Licht. Ich kenne die Karte, dieses Haus. Ich habe das schon mal in einem anderen Horrorspiel gesehen. Und es hat genau so gruselige Geräusche gemacht. Oh, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ja. So, Bedroom. Das war tatsächlich jetzt Lucky. Das ist das Bedroom, oder? Bist du the Bedroom? Du bist auf jeden Fall ein Bett. Doch, bist du. Das war das. Ich wusste tatsächlich nicht, ob das Bedroom ist. Bin einfach reingelaufen. Einfach intuitiv. Okay, ich habe abgeschlossen, richtig? Ja. Wow, ich habe so lange geschlafen. Es ist fast 16 Uhr, junge Dame. Okay. Es ist ein herrlicher Frühlingstag. Und Liam steht sicher vor uns. Ort. Oh. Ist Opa schon zu Hause? Check the door. Check the door. Oh, ich überlege gerade, wie das Horrorspiel hieß. Ich hab's auch hier auf meinem Kanal. Ihr müsst es suchen. Ihr müsst selber suchen. So, check the door. Check the door. Oh, es ist ein Auto da. Oh, es ist sicherlich Opas Auto. Ich mach trotzdem mal auf. Hallo, Opi? Oh, das ist mein Auto. Ich hab the door gecheckt. Oh no. Letters will added to your collection. Dear new resident of this mansion. Okay, lieber neuer Bewohner dieser Mansion, dieser Villa, dieses Hauses. Ich bin der vorherige Besitzer von dieser Villa. Und du bist die Person, nach der ich gesucht habe. Ich hoffe, du wirst hier noch für eine Weile bleiben. Ich denke, wir werden zusammen gut auskommen. Ich werde dich beobachten. Ungefähr so. Watching me? This is strange to say the least. Mhm. Ich muss was to the store. I need to get going to the store before it gets. Okay, warte, müssen wir einkaufen? Ich schließe jetzt wieder ab, ne? Go to the store. Ich nehme mal an, das ist mein Go to the store. Ja, Alter, ist ja was in meinem Auto drin? Nee. Ich weiß nicht, ob das irgendwie unrelevant ist, ob man abschließt oder nicht. Also, ich bin auch so ein Mensch. Ich vergesse manchmal auch die Haustür abzuschließen. Meine Mutter liebt's. Der Convenience Store. Oh, was ist das? Eine Art Stück Papier? Check out the paper. Ja klar, wir gucken uns jedes Papier an, was auf dem Boden liegt. Missing person poster you found a missing... Sind wir das? Wow, it's creepy how similar she looks like me. Ist gruselig, wie sehr sie mir ähnelt. Ashley. Vermisst seit 15.08.2013. Bitte helfen Sie uns oder hilf uns, Ashley zurück nach Hause zu bringen. Wenn Sie irgendwelche Informationen haben, sogar selbst das kleinste Detail, kontaktiere die Polizei. Ihre Hilfe oder deine Hilfe könnte den Unterschied machen. Max Edition. This is horrible. What have they found here? Tja.
Look at your shopping list. Oh, ich sitze tatsächlich vor all dem guten Essen. Ich habe was gehört. Also, canned food, Snacks, Soda, Milk, Cereal und hier hinter mir steht doch das Wichtigste, Wein. So, also, was ist canned food? Palim, palim, Entschuldigung, Sie sehen ein bisschen... Oh, hi there. Ich hab dich noch nicht gesehen. Er sieht eigentlich ganz nett aus. Ich hab dich hier noch nicht gesehen. Bist du noch hier? Ja, ich bin gerade eingezogen. Wo wohnst du? Ich fühle mich nicht so wohl, Ihnen das zu sagen. Bist du allein? Ich hab's eilig. Sorry, muss gehen. Seid ihr Zwillinge? Seid ihr Zwillinge? Das ist irgendwie gruselig. Okay, habe ich eigentlich sowas wie ein Körbchen? Nö, kann ich die Sachen einfach anklicken. Was ist denn canned food? Ist das sowas wie... Ah, sowas hier. Fertigessen. So Dosending. So, Snack. From top to bottom. Snacks. Haben wir sowas wie Chips? Oh yeah, wir haben Chips. Mm. Soda. Soda, bist du Soda? Nee, Soda. So. Soda? Ah, Soda. Ich hab was gehört. Milch. Müsli. Cereals. Und Wein. Wo war der Wein? Der Wein war. Wo war der Wein? Hier war der Wein. So, wir hätten hier einmal für 5 Dollar. Wieso nehmen wir nicht den hier, den Champagner? Für 2. Das ist alles. Let's go pay this now. Nein, wir zahlen nicht. Oh, wow, guck mal sein Bad an. Hallo, ist das alles? Ja. Okay, das sind 22,50 Dollar. Danke, dass Sie bei uns eingekauft haben. Ich kann sagen, dass du hier neu bist. Wie lange bleibst du hier? Kein Problem. Weiß es jetzt noch nicht. Nicht so lange. I would assume. Was heißt das nochmal? Würde ich sagen? So würde ich... Oh. Okay, hab einen guten Tag. Und hier ist dein Einkauf. Oder ihr Einkauf. Danke, Sie auch. Ich halte das Ding auch immer vor meiner Nase, klar. So, ich sehe ein komisches Auto. War das nicht vorhin, das ist uns gefolgt? Das sieht sass aus, es hat getönte Scheiben. Weißt du, eine junge, schöne Lady wie du sollte hier draußen nicht rumlaufen. Alleine rumlaufen. Was willst du? Ich habe ein paar Wünsche. Aber ich glaube, die sollte man lieber unspoken lassen. Sei vorsichtig. Und lass mich dich nicht noch einmal alleine, erwischen. Ich brauche deine Warnungen nicht. Respektiere meinen Space und bleib weg. Ich sag auch noch, das scheiß Ding war so... Okay, lass mich nicht die Dinger vergessen. Store groceries in the fridge. Ich mach auf und ich mach schnell wieder zu. Ich find... Hab ich so gemacht? Ah, hier. Zu. So, jetzt ist zu. Es ist doch zu, oder? Hä? Ist jetzt zu oder auf? Okay, jetzt ist zu. Licht. Ist die Küche hier unten? Also, ich glaube, die Küche könnte hier... Habe ich die Taschen? Ah, ja. Ah, hier ist die Küche.
Klar, natürlich lassen wir, ich hätte doch einfach das Licht abmachen können. Oder ich lasse das Licht einfach aus. Unknown Number, willkommen zu Hause. Ja? Nein? Du sahst heute schön aus im Einkaufsladen. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Oh, ich krieg so ekelhafte Gänsehaut. Keine gute Gänsehaut. Ich komme näher. Ich bin bald da. Ist sie inside oder outside? Ich weiß es nicht. Oder bin ich schon da? Hör auf! Ih, ist es ekelhaft. Diese Sackgasse, hier will ich nicht sein. Oh, das Herz. Ich schwöre, ich verstecke mich irgendwo. Ich bin da. Nein. Wie wär's mit Nein? Check the door. Nein? Da ist niemand. Aber da hinten ist ein Auto. Seht ihr das? Da. 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 Da hinten im Wald steht ein Auto. Ich will nicht aufmachen. Ich kann halt auch nicht rumgucken, das ist der Scheiß. Ich sehe nur, das ist da jemand an meinem Auto? Nee. Muss ich die Tür aufmachen? Ich will sie nicht aufmachen. Oh mein Gott. Da ist doch ein Auto und ich will es nicht. Lieber neuer Bewohner. Glückwunsch zum Einzug. Oder dass du dich eingefunden hast. Du glaubst vielleicht, dass diese Villa dein Refugee, deine Zuflucht ist. Oder? Genau. Nein, nicht ganz, aber so. Dein Zuhause. Aber jeden Schritt, den du machst, reveals a deeper game? Ich bin bei dir. In jeder Wahl, jeder Bewegung, es gibt, das kann man auf Deutsch gar nicht so gut übersetzen, there's no escape from becoming mine. Es gibt keine Kommen davor, meins zu sein, meins zu werden. Just get an out of hand, I need to drive away and call the police before it's too late. Okay. Ich hab die Tür offen gelassen! Nein! Ich hab die Tür offen gelassen! Okay, das ist unser kleinstes Problem. Please start, come on! So, it's really wrong. I have to get inside and call the cops right, like, right now. But da hinten ist das Auto. Seht ihr das? Ich möchte reingehen. Ich hab die Tür offen gelassen. Ich hasse mich. Okay, okay. Okay, press F to call the police. Ja. 911, what's your emergency? So, was ist denn? Hi, ich brauche Hilfe. Ich bekomme... Was ist Reasoning? Ist das so... Also, seltsame, beziehungsweise... Nennen wir es einfach ekelhafte Nachrichten. Oder so gruselige Dinge. Nachrichten, Briefe und SMS. Es ist richtig gruselig. Ich bin hier, um zu helfen. Oder Ihnen zu helfen. Können Sie bitte Ihre Location durchgeben? Ich denke, ich sehe dauernd irgendwelche Sachen hier. Ich bin bei... Es ist dringend. Ich verstehe. Ich schicke Officers zu Ihrer Location. Oder jetzt sofort, right away. Can you describe the nature of the threats? Was ist das? Was heißt das übersetzt?
So, was die getan haben, halt. Die Taten so, nicht Taten, aber ich muss dann, ich guck mal nachher, was das genau heißt. Ich weiß gerade nicht die perfekte Übersetzung. Sie haben mich beobachtet, mich, oder mir, sind mir gefolgt. Die Messages werden immer intensiver, immer schlimmer. Bitte beeilen Sie sich. Bleiben Sie mit mir. Ich guck das jetzt. Ich will wissen, was Threats heißt. Ich weiß, ich kann euch gerade nicht die perfekte Übersetzung dafür sagen. Ihr wisst es vielleicht, ich weiß es gerade nicht. Ich möchte es trotzdem wissen. Jetzt kommt sicher dieser Dings. Gut, dass es sämtliche 50.000 Übersetzungen da. So den Zwirnfadengarn. Okay, nein, nein. Wir lassen es einfach bei irgendwelchen komischen Taten. Okay, bleiben Sie in der Leitung. Hilfe ist unterwegs. In der Zwischenzeit besuchen Sie einen sicheren Platz, eine safe and secure place Location in Ihrem Haus zu finden. Stellen Sie sicher, dass die Türen geschlossen sind. Die Officers sollten bald da sein. Okay, gibt es hier noch andere Türen? Hier ist zu. Hier ist zu. Okay. Okay, im Badezimmer ist kein guter Versteck. Kein guter Versteck. So. Ja, sie sind abgeschlossen. Bitte beeilen Sie sich. Habe ich die Tür offen gelassen? Hilfe ist unterwegs. Bleiben Sie stark. Ich bin bei Ihnen, bis die Officers ankommen. Jemand hat versucht, die Tür aufzumachen. Boah, hier gibt's halt keinen perfekten Ding. Office. Kann ich mich hier verstecken? Ich verstecke mich einfach hier hinter der Tür. Ich weiß nicht. Soll wir in ein paar Sekunden da sein? Ich kann das Ding nicht auf. Jetzt ist er plötzlich bei der Polizei. Stellt euch das mal vor. As it appears that everything is under control now, officers appeared a man in a white van outside your residence. Okay, die haben einen Mann in einem weißen Van apprehended. Was heißt apprehended? Geschnappt? Apprehended. Festgenommen. Geschnappt. Wir bringen ihn in hier zur in Gewahrsam. Hier, Umfrage. zur Befragung. wenn noch irgendwas in der Richtung, wenn noch irgendwas passiert, zögern Sie nicht, uns anzurufen. Passen Sie auf sich auf. Danke für Ihre Hilfe. Ich werde mich melden, wenn noch mehr passiert. Geht das Ding jetzt wieder? Aber das Licht geht nicht. Puh. What a relief. Hätte nicht gedacht, dass ich mich wieder safe fühlen würde. Aber vielleicht werden die Dinge jetzt wieder normal. Ich sollte jetzt sicher sein. Let's head to the basement outside and restore the power. Okay, lass rausgehen rausgehen in den Basement, in den Keller, um die Sicherung wieder einzuschmeißen. Sehe ich hier irgendwas? Das Van-Ding ist auf jeden Fall weg. Oh Gott, das war sicher nicht der Liam, das war irgendjemand anderes. Find the electrical panel. Ich guck erst raus. Okay, der Van ist auf jeden Fall weg. Boah, was ist denn das auch für ein Opa, dass der da so... dass der da so abseits lebt. Okay, wo könnte denn der Ding sein? Hier ist so ein Weg. Jetzt hier in den Basement rein? Nö, aber es ist eine Seitentür, die ich nicht vergessen darf zuzuschließen. Später. Okay. Das war die Seitentür von vorhin. Hier ist der Basement. Er ist offen! Natürlich ist er offen. Der Typ hat ja auch rausgeballert, die Sicherung. Okay. Jetzt habe ich schon wieder so leichte... komische... Kann ich so eine Taschenlampe hier mitnehmen?
der Fassbur-Ding-Sound. Sicherung, Rausknall-Sound. Okay, der Strom sollte jetzt wieder da sein. Gehe zurück nach draußen. Schnell! Ich will hier die Seitentür rein. Okay, ich habe mich gerade ein bisschen davor erschrocken, dass das Ding... Oh Gott. I stink of sweat. Let's take a bath before I go to sleep. Okay, ich stinke nach... Oh! Ich habe vorher die Tür abgeschlossen, die Schweine! Ah, ah. Och, nö. Gibt's hier eigentlich ein Bad Ending? Ich hab's definitiv abgeschlossen. Überleg das, als würde sie die Dusche pickeln. Oh, endlich ein Moment des Friedens. Kann ich gucken? Nee. The stranger goes so far from me, whatever, it's over. Now, warum würde ein Fremder so weit weg für mich fahren? Nee. Oh! What the fuck? So, sorry, I'm hearing things now. Let's just go to bed. Bin ich so fertig, dass ich jetzt schon mir Dinge einbilde? Lasst uns einfach ins Bett gehen. Ihr habt auch... Ich hatte einfach ein Foto gemacht. Mir gefällt es nicht. Das macht so ein ganz ekelhaftes, so ein... Ich weiß nicht, wie man das... Ich lasse lieber mal die Taschenlampe an. Ich weiß, es ist unsinnig, aber ich lasse sie trotzdem irgendwie lieber an. Oh. Ich habe doch vorhin abgeschlossen, oder? Vielleicht habe ich es auch vergessen. Wo die... Okay, besser ist es. Ich habe was hier in diesem Zimmer gehört und das macht mir ein bisschen Angst. Was ist dieses Geräusch? Hört sich an, als würde es vom Abstellraum kommen. Investigate Noise. Hä, wo ist denn der Abstellraum? Unten? Jesus, es war nur ein Albtraum! Dude! Oh, ihr Schweine! Ich sterbe. Okay. Alter. Okay. Ich sollte vielleicht nachschauen, wie es Liam geht. Ich meine... Der Grund für all das, was gerade geschieht, ist, begonnen hat, ist, weil ich mit ihm Schluss gemacht habe. Es ist alles meine Schuld. Wäre ich mit Liam zusammengeblieben, hätte er mich beschützt. Call Liam. Oh! Ja. Komm, wir machen es einfach mal. Es klingelt im Haus. Vielleicht gibt es ja mehrere Endings. Okay, vielleicht ist es das Beste, dass er nicht rangegangen ist. Lasst mich meinen Gedanken irgendwohin anders hin verfrachten. But first, let's make sure the house is empty. I still don't feel safe. Okay, check the house. Lasst uns sicher gehen, dass das Haus auch wirklich leer ist. Also hier oben, hallo? Niemand. Hast du dich hier hinterm Ding versteckt?
auch immer sehr stromsparend am helligsten Tag. Hey, was ist hier passiert? Ist auch geil, dass hier so eine Veranda ist ohne Tür. War das jetzt blöd, dass wir ihn angerufen haben? Was ist das hier? Okay, Badezimmer? Niemand da. Klopapier auf dem Deckel? Das ist die Haustür? So, ich guck gleich in dem Storage Room. Alter! Etwas schaut bei diesem Buch raus, oder? Looks off. Huh? Was war das gerade? You found a hidden room. Oh, Opa! Okay. Ruler News. Vom 17. August 2013. Ein plötzliches Verschwinden. Ashleys Dings unbekannt. Aufenthaltsort unbekannt, oder? Die 27 Jahre alte Ashley wurde am 15. August 2013 von ihrem Ehemann als vermisst vergemeldet. 2 Tage nachdem sie von zu Hause verschwunden ist. Das Haus sieht übrigens so, wenn man es so von Weitem sieht, ein bisschen aus wie das von Charmed. Ich weiß nicht, ob ihr jemals Charmed gesehen habt. Charmed, zauberhafte Hexen. Geile Serie von früher. Habe ich geliebt. Zuletzt gesehen in ihrem Wohnhaus, Residence. Ashleys plötzliches oder Verschwinden hat hier Unklarheiten oder Unstimmigkeiten irgendwie hervorgehoben. Was heißt denn, dass vielleicht der Ehemann die Prime Person of Interest ist, der erste Verdächtige in dieser ganzen Investigation, in diesem ganzen Verfahren, in diesem ganzen Dings. Wieso habe ich eigentlich mal Google übersetzt und nicht wieder rausgeholt? While authorities continue to search for leads, they urge anyone with information to come forward in the search for... Okay. Während die, ich weiß nicht, was Authorities, wie wahrscheinlich die sich damit halt befassen. Wie heißt das auf Deutsch? Oh, Mann, mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Geben auf ihr Rück auf jeden Fall keine Informationen raus. Oder? They urge anyone with information to come forward and assist in the search for Ashley. She was last seen, wo sie das letzte Mal gesehen. Scheiß mal auf den Text da oben. Da wurde sie, hier bei uns wurde sie das letzte Mal gesehen. Oh, da kann ich es irgendwie umdrehen? Nee. Okay. Look, honey, we made the news. Pretty cool, right? Guck mal, Schatz, honey. Wir haben es in die Medien, in die Nachrichten geschafft. Pretty cool. So, was steht da? Ich kann dich nicht ersetzen, Ashley. Es gibt niemanden, der genauso, der so special ist wie du. 18.08.2013. Warte, von wann ist das? 17.08. Warum hast du mich gezwungen, dies zu tun? Ich wollte dich niemals verletzen. Never wanted to harm you. Mein Fehler? Wie kann das mein Fehler sein? Wie kann das mein... ich wollte nicht, dass es so endet. Du hast mich... du hast mir keine andere Wahl gegeben. 19.08. 22.08. What the fuck habe ich getan? Wie soll ich ohne dich weiterleben? Oh oh, 20.08. What's the point of all this? Was ist der Grund von all dem? Nicht Grund, der Sinn von all dem, so rum. Ich schreibe einer toten Person. Ich würde alles tun, um dich zurückzubringen. 4.09. Träume ich? Ich schwöre, das bist du. Sie sieht aus wie du. Bist du nach 10 Jahren wieder zurückgekehrt? 4.09. Sie ist genauso schön, wie du es warst. Sie wird mein sein. Oder sie muss, sie soll mein sein, sie wird es. Egal was.
oder wie. I can't tell her to run away from me like you once did. Okay, sie lässt uns nicht abhauen, so wie... Was ist das hier? Warum solltest du mich verlassen wollen? Ich habe nichts getan, außer gut zu dir zu sein. Wie auch immer. Es ist egal. Ich wollte gerade sagen, es juckt nicht mehr. Du wirst mich nie wieder verlassen. Was? Es ist wahrscheinlich an der Zeit, mit Opa darüber zu reden, was hier abgeht. Das ist verrückt. Also der Typ, der uns verfolgt hat, oder der andere, wie auch immer, war auf jeden Fall... Also ich weiß jetzt nicht so genau, ob Liam wirklich der Stalker ist, der, mit dem es hier gerade in diesem Spiel geht, oder dieser andere Typ, der eben dieses Mädchen, was wir vorhin an dieser Vermisstenanzeige, diese Ashley, auch was wir an dem Convenience Store gesehen haben, ob der nicht da irgendwie seine Finger im Spiel hat. Und es gar nicht, und unser Ex-Freund wahrscheinlich das kleinste Problem ist. So, Opa, bist du da? Ja. Ist irgendwas passiert? Es ist viel passiert. Ich habe gruselige Briefe erhalten und wurde von einem Mann von jemandem verfolgt, wo ich glaube, dass es nicht Liam ist. Ich habe die Polizei angerufen und sie haben einen suspicious individual lurking around verhaftet. Im Haus. Aber als ich dachte, es wäre alles vorbei, habe ich eine komische versteckte Tür in deinem Haus gefunden, hinter der ganz komische psychotische Dinge waren, um so sagen. Was? Das ist verrückt. Vielleicht hat die Polizei den Typ verhaftet, der dir die Briefe geschickt hat. Und ein versteckter Raum? Ich wohne hier seit 10 Jahren und habe sowas noch nie gesehen. Ich werde diesen Business-Trip abbrechen und komme so schnell wie möglich. Ich kann nicht noch länger warten, ohne irgendwie, keine Ahnung, ohne dir helfen zu können. Ich hoffe zu glauben, und dass sie ihn verhaftet haben, aber was, wenn sie es nicht getan haben? Was ist, wenn er noch da draußen ist? Was ist, wenn sie jemanden verhaftet haben, who got set up? Dass sie jemanden haben, den sie verhaften können, aber der nicht der war, den sie verhaften hätten sollen? makes me so uneasy just thinking about it. Es macht mich so uneasy, so nur daran zu denken. Was weißt du noch über die Person, von der du dieses Haus und diesen Ort hier gekauft hast? Was could definitely be the case? Ich weiß, dass seine Frau kurz vor spurlos verschwunden ist. Es war das Stadtgespräch für eine Weile. Und sein Name war... Oh! Are you serious? My phone already and didn't have time to bring my charger with me. Ich hatte kein Ladegerät dabei. Lass du seine Flashlight in case so. I think I remember seeing one in the basement. Okay, ja, ich wollte die doch vorhin schnappen. Okay, super. Oh, ich find's so eklig, weil ich habe das Gefühl, dass irgendwie hinter jeder Tür irgendwas ist. Okay, ich würde, glaube ich, jetzt... Kann ich da mal rausspicken? Ich kann nicht rausspicken! Ich mache jetzt zu und ich schließe ab. Leute, ich habe abgeschlossen. Okay. Ich habe sie. Gib her. Press F to turn on your... So, go back inside. Schweine, Alter, was ist das? Scheiß Vogel, ey! Nein!
mein Gott, vor allem, was war das für ein riesiger Rabe, Alter? Okay, ich soll da nach einer Waffe suchen. Nur für den Fall. Lasst uns, let's start hier oben starten bei Opas Office. Opas Office, war das Opas Office hier? Bist du Opas Office? Ja? Chips! Hier ist was? Na, kann ich das lesen? Hm. Ja! Toll! Hier ist nichts Brauchbares. Wieso habe ich jetzt eigentlich die Taschenlampe an? Das muss Opa sein, richtig? Es ist nicht Opa. Ich hau dir meine Taschenlampe ins Gesicht. Opa? Hi, tut mir leid, wenn ich etwas gerne just had to come clean about something. Was, ich muss was klarstellen? Was? So, es tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe. Just had to come clean about something. Natürlich hast du das. Du bist der Creep, der außerhalb von dem Einkaufsladen mit mir gesprochen haben. Was ist come clean about? Ist das so klarstellen? Was willst du klarstellen? Ich weiß, dass es creepy war, aber es war nicht meine Idee. Liam hat's mir gesagt. Er hat mir gesagt, dass ich es machen soll, in der Hoffnung, dass du ihn zurücknehmen würdest, um dich wieder wohler oder safer zu fühlen. Was? I was supposed to take it a step further now, but I couldn't do it. I felt too sorry for you. Das alles macht jetzt auf jeden Fall wieder mehr Sinn. Danke, dass du es mir gesagt hast. Ich fühle mich trotzdem nicht wohl bei dir. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ja, aber natürlich. Es tut mir leid. Tut mir leid nochmals. Oh, Liam. Da ist trotzdem irgendwas sass, Leute. Irgendwas ist trotzdem komisch. Wieso ist es auf einmal jetzt Nacht? Jetzt auf einmal Nacht. Okay. So. Was machen wir jetzt? Ernsthaft? Es ist Nacht. Ja. Du. Keine Ahnung. Habe ich mich auch gerade gefragt. Sollen wir jetzt schlafen gehen, oder? Oh ja, go to bed. Go back. Bed. Was gehört? Ich mach die Tür zu. Nur für den Fall. Und ich schlafe mit Taschenlampe. Kann es kommen vom... Wie, guck, ich hab's dir gerade zugemacht. Du hast gedacht, das wäre vorbei? Du fühlst dich hilflos, oder? Dein Auto geht nicht. Dein Telefon ist tot. Die Polizei denkt, sie hat den Typen, der dahinter steckt. Und du weißt nicht, wer ich bin. Es gibt nichts, was mich jetzt noch aufhaltet. Aufhält. Aufhaltet? Was soll ich tun? Ich weiß! You fall down the other path I saw when I first got here. Maybe I can find some neighbors that can... Okay, follow other path. Okay, I follow other path. Welche other path? Oh mein. Ah, ich guck nicht. Warte, ich guck zuerst. Ich weiß nicht, welchen Pfad sie meint. Ich renne. Ich renne jetzt einfach hier lang. Ich habe keine Ahnung, ob ich da lang laufen muss. Other path! Other path! Oh, other path. Welcher Path? Es gibt zwei. Es gibt nicht zwei. Ich renne. Ich drehe mich einfach nicht um, okay? Auto? Auto? Ja? Auto? Kann ich hier rein? Nee? Okay. Oh, ja. Hä? Wie? Wie jetzt? Oh. Was hier? Kann man hier rein?
Oder. Ah, doll, klar! Das ist definitiv Liams Auto. Ich will da, glaube ich, nicht rein. Will ich hier rein? Ja, genau! Hätte ich die Tür zumachen sollen? Blut? Das ist Liam. Was ist mit dir passiert? Oh, warum sollte das jemand antun? Oh mein Gott! Was ist da? Sie gehört mir. Wie? Und du mir? Alter! Oh mein Gott! Hä? Will ich jetzt runter oder will ich jetzt wieder raus? Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie. Oh. Ich weiß. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Der Kopf! Das ist was von. Das ist Ashleys Überbleibsel. Da ist irgendwas hinter mir. Ich glaube, die Klappe ist aufgegangen. Was für ein verrückter und Ding Individualist in Herr Aspen, was ihr Mann ist. Psycho! Mein Gott, können wir einfach sagen, Psycho? Ich will nicht mal einmal wissen, was er mit mir machen würde. Okay, kann ich da jetzt. Könnte ich theoretisch da jetzt rein? Nein. Der Kassierer ist es! Hallo, ich konnte nicht mehr warten. Ich brauch dich. Now, meine neue Ashley. Der war der Vorbesitzer von dem Ding. So, du warst es, der mir die Briefe geschickt hat. Ich weiß, ich sehe ähnlich aus wie deine Ex-Frau, aber das bedeutet nicht, dass ich sie ersetzen kann. Das ist mir egal. Wie du aussiehst, ist mehr als genug. Komm her. Ich habe so lange darauf gewartet. No! Oh. Polizei! Survived it, Starkey. Ja. Die haben einfach schon draufgeschossen. Okay. Die Polizei ist am Ort gerade rechtzeitig angekommen. Dank Grandpa. Er ist schnell nach Hause gekommen. Nach dem abrupten Ende von Kates Anruf. Mit ihm. Als er nach Hause kam, hat er realisiert, dass Kate nicht nirgendwo zu sehen oder zu finden war. Er hatte ein schlechtes Gefühl. Oder ein schlechter werdendes Gefühl. Dass das Schlimmste passiert wäre. Er hat die Polizei sofort angerufen und sie haben es gerade rechtzeitig geschafft. Was the relief Grandma felt after the news was like nothing else what happened to everyone else involved. Der Mann im weißen Van sagte, dass sein Grund dafür, dass er außerhalb von Kates Home-Haus war, war, weil er einen Fremden gesehen hat, der gefolgt ist vom Store aus. Natürlich hat die Polizei ihm nicht geglaubt, als sie sahen, dass niemand anderes da war. Was, wenn
But when the news broke free about this, the police realized their mistake and that he had actually been telling the truth. He was released the same day. Okay, sie haben ihn am selben Tag nochmal freigelassen, als sie gemerkt haben, dass da was Wahres dran ist. Liams Komplize wurde nie wieder nach seinem Tod oder so, von Liam nie wieder gesehen. Der Psychopath, der seine Ex-Frau Ashley gekillt hat, Liam und fast Kate, ended up getting incident for life. Okay, hat lebenslang ins Gefängnis gesteckt. Kate ist doing the best. Okay, Kate versucht das Beste wieder, sich von diesem Vorfall zu erholen. Ah nee, Incident ist nicht, Dings ist Vorfall, oder so ist es Vorfall, aber es ist schwer. Nachts hört sie öfters diese, was ist Daunting? Auf jeden Fall hört sie das Klopfen an ihrer Schlafzimmertür, die sie davor bewahren, gut zu schlafen. Und sie erwischt sich jeden Tag, dass sie hinter jeder Ecke und jedes Ding irgendwie nachschaut. Gepackt von Fear und Paranoia. Ja, super, die Arme. Geil. Schade, ich war doch nicht richtig. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass... Also ich hätte irgendwie gedacht, dass jetzt vielleicht doch... Liam da vielleicht auch noch eine andere Rolle kriegt, aber jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot und es war der Dings. Krass, ja, geil. Also es hat auf jeden Fall Gänsehaut gemacht. Es gab ein paar Stellen, die fand ich richtig eklig und gut, die Jumpscares waren richtig gemein. Aber geile Wendung, also gute Wendung. Fand ich cool. Gut, an den Kassierer hätte, glaube ich, niemand gedacht. Also gehe ich jetzt einfach davon aus. Aber hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und ich glaube, es hat auch nur 3 Euro gekostet. Also, es war ein richtig kleines Indie-Horror-Game und dafür fand ich es cool. Also sehr zu empfehlen, würde ich auf jeden Fall, glaube ich, weiterempfehlen. Das positive Feedback, was ich zumindest gehört habe, hat sich auf jeden Fall gut bewährt. Und ich fand's cool und ich hoffe, ihr auch. Denkt an einen Daumen nach oben und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr The Stalked fandet und ob ihr das hättet kaum sehen oder ob ihr das dieses Spiel schon von Anfang an durchschaut habt. Und über ein Abo würde ich mich wie immer sehr freuen und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Dankeschön fürs Zugucken und bis bald.